Impressum kurz erklärt. Nahezu immer ist für Seitenbetreiber ein Impressum erforderlich. Es handelt sich um eine medienrechtliche Pflicht und dient auch dem datenschutzrechtlichen Prinzip der Transparenz. Besucherinnen einer Website sollten wissen können, mit wem sie es zu tun haben. Außerdem ist wichtig, dass BesucherInnen von jeder Unterseite aus herausfinden können, wer die Seite betreibt. Deswegen soll der Link auf das Impressum auch immer als solches benannt werden. Angaben für Privatpersonen beinhalten Namen und Vornamen, die Postanschrift und zwei weitere kurzfristige Kontaktmöglichkeiten, wie zum Beispiel eine Mailadresse. Für Vereine, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder anderen juristischen Personen kommen noch einige Angaben dazu. Es muss der Name des Vereins, der Firma oder der Organisation und deren Anschrift angegeben werden. Dazu kommt der Name und die Anschrift einer natürlichen Person, die vertretungsberechtigt ist, also zum Beispiel der Vorstand eines Vereins. Außerdem müssen wieder zwei kurzfristige Kontaktmöglichkeiten inklusive einer Mailadresse angegeben werden. In § 5 des Telemediengesetzes finden sich weitere Angaben, die fallweise noch hinzukommen können. Sie können selbst einmal auf einer Website Ihrer Wahl nach dem Impressum suchen und sich dieses anschauen und nach den genannten Kriterien überprüfen.